Good morning, von dir was Tag Nummer 40 in dieser Serie Jesus als Beter. In der ersten habe ich geredet von einer Person, die wie man zum Glauben gekommen, über Leute im Leben, der wo andere Umstände sind gewesen, hat er bei dem Punkt gekommen, wo er so hart geworden und so verletzt worden, der die Unschmerzen sind, durch er hat den Glauben an Christus ganz aufgesagt, er ist ganz je in Gott gegangen, und so ist das sein, der in der Feierfahrt, er hat Christus zum zweiten Mal gekreuzigt. Die einzigen Menschen, die haben diesen Text mal gelesen, denn dann haben sie mit einem Angst, dass sie wollen ihre Rettung irgendwo verlieren. Aber diesen Text sagt nichts von seinem Stolz, dort redet von einer Person, die freiwillig hat das getan, doch in dem sie eine Entscheidung das zu tun, wegen dem sie eine Horde hat, was er heute kriegen. Er ist ganz jung, Gott gegangen. So, wenn du Angst hast für diese Dinge, weißt du was? Dann hast du diese Dinge nicht getan. Du brauchst gleich Angst haben über das. Nun, von dem, was wir wieder lesen in Hebräer 6, Vers 7 und 8. Der Ehr, was du dir von Gott gesehen, dort hat er dort Ferken regnen lässt. Und der, was dir bebüthaft eine gute Arnt kriegt. Über ein Lohn, das bloß Stechels und Disteln trägt, es nicht wird. Und es ihm vor einen Fluch abgelacht kriegen, und was zu gute Lohn verbrennt. So, hier haben wir zwei Bieter Lohn. Und die kriegen beides Regen, die kriegen beides alles, was ihnen fehlt. Aber diese zwei Bieter Lohn bedienen zwei verschiedene Sieden. Der eine Sied ist ein Sied von Glauben. Und das bringt dann eine gute Art, das bringt viel Frucht. Ab das Biet Lohn. Und dort andere Biet Lohn, über, dort ist ein Biet von Unglauben. Hier wo es bloß Disteln und Dornen. Und hier würde eine auch kennen, diese Person handeln, die hat Christus zum zweiten Mal gekreuzigt, wo wir heute gestern von geredet. Hei wird hier so sein. Hei wird niemals mehr goldet Frucht kann drehen für das Gottesreich. Hei wird nicht, wegen hei wird niemals mehr drehen, nur die Büße kommen, so ist die Farschen dann auch gesagt, dass allmählich hei wird drehen, nur die Büße kommen. So die Person ist auch an der zweiten Biet lohnt. Dort hat ein Fluch auf sich, dort wird verbrannt worden. Nun, hei hat durch diese letzte mehrere Farschen nur streng geredet, Warnungen geredet, mit hart gewasst. Aber nun wird er den seinen Ton mal ändern, über wo er reden wird. Wir mal lesen Vers 9. Wann wir zu jüngt, lieber Freund, auch so ist dit reden, gut wie dachst du von uns, dort es mit jüngt nicht so schlimm ist. Und dort je gerat worden. So, mir reich von dieser Schreiber hat nur streng geredet und eine ernste Warnung gegeben zu diesen Menschen. Zu derselben Zeit sagt er über die Erde, dort hat er eben vertrauen, dort sei, es gibt du so, die sind nicht von Sonne. Die sind nicht von Sonne, wo Jesus wollen, war er kreuzen. Die sind nicht von Sonne, wo wollen sich wachdrehen. Das sind Sonne, die wollen vor uns hell. Vielleicht haben die nicht so sehr gewusst, was die Horden sollt. Vielleicht sind die auch drei trockene Wasser Dinge, was sie nicht Horden sollt. Dann. Vielleicht werden sie auch in Wasser Sinnen angefallen. Aber zu guter Letzt, du wegen, er sagt, aber er hat ganz vollen Vertrauen, dass die wollen im Glauben vorzuhalten. Die wollen diese Rettung vorzuhalten, was sie haben gekriegt an Jesus. Die sind nicht von dieser anderen Sorte. So, er hat die nie wieder Maut. Nun, an diesem ganzen Tag, was er hat gelesen, was wir haben gelesen über den letzten Portal, er sagt, niemals dort von Erd als du irgendwer, der dir das getan hat. Er sagt, er redet bloß von dem Thema, aber er sagt nicht dort von Erd, wo somebody das getan hat. Nun, von hier wieder, wird der Schreiber nun auch wieder anfangen, mehr Mut zu geben, zu den Torhörschen. Aber für von dir habe ich eine Frage für ihn. Hast du Angst, deine Rettung zu verlieren? Dann siehe Trost, denn so sagt gestern seht, die Bibel redet nur nicht von einer Person, die Rettung verliert hat. Niemals redet die Bibel von so etwas dort. Die, die im Glauben sind, sind gerat. Und die, die nicht im Glauben sind, sind nicht gerat. Die einzige Frage, die vielleicht so bloß Frage ist, einfach, hast du den Glauben an Christus gesagt? Hast du den Vertrauen wirklich auf Arm gesagt? Bleibst du dort Jesus hat deine Sinnen betont? Es ist das, was du an Glauben ist. Weißt du, wenn du dann weiten lässt, dass du Dinge in deinem Leben sind, was die merken, zweifeln über deine Rettung, dann dauert die Dinge mal von deinem Leben drüben.
Wir haben verschiedene Dinge in unserem Leben. Dort merkt uns Zweifeln jedes Mal, wo wir dort sein, jedes Mal, wo wir dort tun. Dort merkt uns Zweifeln, es werden Dinge, wo einfach mal wahr ist, dass wir nicht mehr Zweifeln tun, über diese Erfahrung, die Christus hat. Dort nimmt uns nicht die Erfahrung wahr, oder merkt uns immer wahre Zweifeln über die Sache. So werden wir dort mal wahrnehmen. Du hast keine Ursache zum Angst haben. Dort auf Christus vertrauen und dort am Fuß haben. Mach Gott uns segnen, wie sein uns. Morgens.